Hallo meine Freunde, damit herzlich willkommen mal hier wieder zurück zum LS19 Nostalgie-Projekt. Zusammen ist er nichts mit dem Glücki. Hallo! Hallo! Wir waren gerade bei ihm im Weg. Was gut. Ich glaube, die Milchwirtschaft hat auch Wasser gebraucht, oder? Soll ich mich da. Da sind Sie der Experte. Da haben wir ja noch nichts gemacht, ja. Ein Wasser ist ja auf jeden Fall schon aufgefüllt. Ne, zwei Wasser habe ich schon aufgefüllt. Leerpaletten sind ja schon 10.000 drin und Zucker sind schon 10.000 drin. Ne, brauchen wir nur Milch und Brennstoffe dann noch. Wasser brauchen wir gar nicht. Hm. Brennstoffe noch hoch und dann die erste Milch. Ach ja, Milch wollten wir auch hochfahren, damit das hier mal losgeht. Brennstoffe brauche ich für uns noch hier oben. Scheiße, hab das alles hier drüben reingekippt. Naja, ich sag ja, das Spur geht schneller leer, wie wir da können wir denken. Herstellung, wo sind die? Ausgehört wie so ein Bummer. Wir haben ganze 2500 Diesel. Aber auch mal. Ja. Der ganze Raps. Im Lager. 51.000 Liter. Boah. Na, da weiß ich, was ich gleich danach mache. Mhm. Habe ich damals alles sicherheitshalber erstmal eingelagert. Komme ich jetzt mit dem bisschen Diesel runter. So. Dann fahre ich zwei Hänger Raps hoch und einmal Brennstoff. Ja, dann müssen wir noch die Milch hoch. So, Freitag, haben Sie sich was Schönes fürs Wochenende vorgenommen? Vier Leerpaletten können wir bis jetzt gerade mal rausholen. Aber stimmt, wir haben beim letzten Mal schon welche rausgeholt. Ja, wie gesagt, da drüben ist bei den Kühen voll, da sind 10.000. Ah ja, sehr schön. Ja, Freitag, hab ich was vor? Ne, ich meine, wir haben dieses Wochenende was vor. Rein theoretisch. Aber wir müssen ja eigentlich nur. Die nächsten, ja, sie kommen ja eher erst morgen wieder heim. Sie sind ja gerade live auf dem LKW, wo sie hier einsprechen. Live, Wahnsinn. Ja, ja. Aber wir müssen ja theoretisch einen Marathon machen, denn nächstes Wochenende, also jetzt nicht das, was kommt, sondern das, was da drauf ist, da bin ich ja im Böen. Wieder Ohren köpfen. Kippenhöhlen. Für die Verwandtschaft, ja. Und da mir das im Grenzgebiet zu teuer ist, fahre ich Richtung slowenische Grenze. Ist ja richtig. Ja. Ne, ich weiß gar nicht, ob ich das schon irgendwo gesagt habe, aber ich bin dann in der letzten Februarwoche, Anfang der ersten Märzwoche, über das Wochenende, bin ich in Polen, in Katowice mit einem Ansgar zusammen für die FSL, diese Intel Extreme IM Katowice, also diese riesige E-Sports-Messe da, wo ich glaube, das ist ein riesengroßes CSGO oder. Dota. Katowice ist immer CSGO eigentlich. Ach, ist immer CSGO, gell. Okay. Ja. Also, es ist so ein riesen CSGO-Ding, also, ja, also schlimm mit Internet, glaube ich, der größten Veranstaltung, was es dort gibt. Und, FSL ist natürlich auch da, ne, ganz klar. Ja, auf jeden Fall eine riesen Halle. Ja. Deswegen, und da Werner nicht konnte, wurde ich gefragt, und ich habe da ein bisschen überlegt, habe dann ja gesagt. Bleib bereue ich es auch schon, ich weiß es nicht, denn ich muss mit dem Flugzeug rüber. Ich bin noch nie geflogen. Dass sie dich nicht zu Fuß über die Grenze lassen, ist irgendwo klar. Ja, mir wurde ja ein Mietauto angeboten. Ich habe gesagt, ich nehme das an. Ne? Ich sag mal, wer haftet denn, wenn ich kontrolliert werde? Ich habe keinen Führerschein. Ich oder die Firma. Da hieß es so, ja, das Mietauto kriegst du nicht mehr ohne Führerschein, weil den musst du vorzeigen. Ich sag, hab ich ja. Ich weiß ja nicht, ob die hinten auf die Punkte gucken. Was? Jetzt gleich so haben die keine Mietzimmer. Ach, wie lange du da brauchst. Obwohl ich stimme im. Aber ich lebe in Polen, wärst du mit so einer Karre bestimmt noch schneller wie mit einer Leute. Ja, ich sag mal nicht so viel langsamer wahrscheinlich. Das kann sein. Ja, das ist allgemein. Selbst das Mietauto, ich meine, ich hab da mal geguckt hier, was in Zwickel so ist. Ich meine, da kriegst du alles mehr oder weniger.
Kost. Nee, das jetzt nicht. Ich meine, jetzt ist ja so normal. Da kriegst du ja sowas wie so Audi Mittelklasse und Co., weißt du? Naja, alles so. Alles halt. Das kostet gar nicht so viel. Aber alleine, wenn du über die Grenze drüber fährst Richtung Polen, hauen die schon, glaube ich, 20 oder 40 Euro Aufschlag drauf. Ja, ist klar. Ne, und ich glaube, da ist noch nicht mal die Versicherung für Diebstahl und Schäden mit dabei. Gerade Polen, Alter, das ist schwierig. Ja, ne, das hört sich jetzt an, ja, was sind das für Vorurteile? Aber wenn du da mit so einem, keine Ahnung, ja, danke, wenn du da mit, ja, so einem, wenn du da mit so einem Mercedes oder so da angefahren kommst, das ist... Wir wissen, dass neuere Autos in der Grenzregion geklaut werden. Richtung Polen unterwegs abhanden kommen. Ja. Das ist erwiesen einfach, das sind keine Vorteile, das ist ja einfach so. Ja, und viele sehen dann ihr eigenes Auto auf dem Autotransporter plötzlich fahren. Naja. Das gab's alles schon. So, jetzt laufen die gewaschenen Kartoffeln erstmal wieder ein Stück. Nicht sehr lang, aber erstmal wieder ein Stück. Wir müssen dann nur hoch, weil oben sind nämlich nur noch 3300 Liter. Das wird das, was ich auf dem vierten Hänger denke ich mal drauf habe. So, ich geh gleich noch Milch laden. Brauchen wir Strom? So gesehen, Sie sagen ja, es ist genug da. Ja, dann verlassen wir uns mal auf Ihr Wort. Ja, verlassen wir uns auf mein Wort. Es ist halt nicht, dass die immer die Zuschauer denken, oh, da bestimmt ja alles, der arme Randy, das ist nur ein Lakai. Na la. Das wollen wir auch nicht, deswegen. Naja, aber 744.000, das sollte reichen lassen. Ja, zum Beispiel beim. Wo war denn das jetzt? Irgendwo war es ja gerade leer. Oder fast leer, die anderen haben nur 30.000 und die fressen ja jetzt auch alle extrem. Ich muss schon mal gucken, wo lade ich denn die Milch hier? Die Milch haben wir überhaupt? Am 3000 Liter, naja, das reicht ja erstmal. Hier ist ein Milchzeit, hier steht eine Milchkanne, da ist doch hier bestimmt. Ach, hier ist der Milchautomat dran. Alles klar, gefunden. Sehr gut. Ich denke mal, wenn ich hier reinfahre, dass mit den Leuten klappt, ne? Dann müssen wir rückwärts machen. Hoffentlich kennt er den Punkt. Ich meine, für sowas, da könnte man schon fast sagen, okay, ist vielleicht auch mal sinnvoll, einen Führerschein zu machen. Ja, zum Beispiel. Aber dann fährst du eh mit Mietautos, dann bin ich, dann zähle ich ja, ich habe das ja mal ein bisschen durchgedrückt, alles. Du kannst ein eigenes Auto holen und dann lässt du das über die absetzen, dann können die Kilometerpauschale zahlen. Ja. Fährst du mit einem eigenen Auto. Ja, weil da hast du dann eine eigene Versicherung und so, da sparen die ja extrem Kohle, wenn du das so machst. Wenn du sowas anbietest, ne? Ah, dann müsst du erstmal ein eigenes Auto kaufen. Ja, ne, aber eigenes Auto, 2.000-3.000 Euro, du musst ja nicht mit dem schönsten, schnellsten Auto dort hinfahren. Naja. Ne, mit dem schönsten, schnellsten sowieso nicht, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, kriegst du mal ein Auto für E2000? Obwohl E2000 schon viel ist, davon abgesehen. Was schon Servolenkung und ABS hat? Kriegst so, dann lasse ich den jetzt erstmal stehen. Dann nehme ich mir jetzt mal den sie zusammengehangen haben. Weil selbst bei diesen Autovermietungsgedöns, da zähle ich ja selbst noch als 26-Jähriger, als junger Fahrer und muss Aufschlag bezahlen. Ja, ja. Also, junger Fahrer mit 26. Ja, gut, dass die überhaupt nach dem Alter gehen. Die 26, ich sag mal so, die gehen davon aus, dass du schon Erfahrung hast wie ein 26-Jähriger. Die hast du ja nicht mal. Ist richtig. Ja, deswegen ja. Das ist schon gut, dass sie es so machen. Sag ich mal. Nee, ansonsten kostet das gar nicht so viel. Ich lebe so für die paar Tage, gerade mal 100 und ein paar gewetschte Euro. Naja, das geht mal. Das ist dann, keine Ahnung, so ein... Ja gut, kannst ja alles auswählen zwischen Kleinwagen, Dings, SUV, Nissan SUV und den ganzen Gedöns oder hier Volkswagen, Touareg oder wie die heißen. Hast du ja alles mit dabei. Oder Mercedes C-Klasse und den ganzen Gedönsel. Gut, so besser es dann wird, so teurer wird es logischerweise. Aber naja, ach, ich weiß nicht. Irgendwann vielleicht mal, ja. Obwohl, ich muss dann ganz ehrlich sagen, sie werden da ja auch wieder sträuben. Aber ich hätte sowieso keinen Bock auf Schaltung, wenn schon würde ich in der Automatik. Ja, können sie doch machen. Soll jeder machen, wie er denkt. Ja. Obwohl es das ja speziell gibt, ne? Wenn du einen Führerschein für Automatik machst, darfst du halt noch Automatik fahren. Richtig, der ist ja günstiger. Ach, der ist ja günstiger?
Dann müsste ein bisschen günstiger sein, ja. Okay. Praktisch. Da es ja mittlerweile eh einen Haufen Karren oder mehr Karren mit Automatik gibt wie mit allen anderen. Mhm. Mit Automatik kannst du nicht viel falsch machen. Also, außer bis Rentner und verwechselt halt die zwei Pedalen, die es dann noch gibt, aber. Ansonsten. Oh. Aber ich weiß nicht, ich bin jetzt 26. Ich schieb das alles mal auf die 30. Also spätestens bis dahin. Ja. Hallo. 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 So, geht's wieder auf große Tor. Und, Alter, was ist das für ein riesen Förderband? Ja, ja. Wie willst du das da reinkriegen? Ach du Scheiße, das kannst du. Das wird nichts. Glücklich nicht. Na, vielleicht kann man es vom Winkel nachher anpassen, ich hab's noch nicht ausprobiert. Ja, du musst mal sehen, das Ding ist ein Gebäude. Ja, ja. Was hast denn du erwartet? Im Sozialismus wurde groß und weit gedacht. Ne, ich dachte, so ein kleineres Förderband, wie du hier auch kaufen kannst, sehen mit Aufnahme. Ach Gottes Willen. Ja, da bin ich gespannt, ne? Das können sie dann gleich mal machen. Ach, ich bin auch gespannt. Sind alle ich frage mich gerade, wozu ich jetzt die Energie mitgenommen habe. Wo hat jetzt Energie gefehlt? Warum? Ich glaube bei der Klöße, ne? Unter anderem, ja. Dabei, ich habe Energie dabei und ich habe gewaschene Kartoffeln dabei. Hm. Dann hier oben alles ganz gut ausgeführt. Wie gesagt, Paletten brauchen wir halt oben noch, ne? Milch habe ich schon geladen, die müsste dann auch noch hoch. Dann läuft nämlich oben das Zeug mit dem... ja, die Molkerei halt. Müssten wir uns halt entweder entscheiden wir uns wieder für ein Produkt, was halt was meiste Kohle bringt erstmal oder so. Mhm. Oder wir lassen halt alles laufen. Oh, ich sehe gerade der Kirovetz da, da so gut wie nichts mehr am Tank. Echt nicht? Kirovetz, Kamas. Was ist denn das? Nee, Ural? Nee, was haben wir hier gekauft? Das ist ein Krass. Kratz. Super, Kratz, Kamas, es ist Wahnsinn. Ja, naja, 48 Liter oder noch. Ja, ach das ist ja. Weißt du, manche haben hier Sprit, manche nicht, da achtet man dann halt irgendwann gar nicht mehr drauf. Ja, weil auf dem Hof haben wir glaube ich auch nichts mehr, das ist glaube ich alles. Ja doch, im Hof haben wir noch eine Tankstelle, wir konnten es ja nicht mehr einfüllen. Ja, ist da noch was drin? Ich glaube das Problem hat man von Anfang an, ich glaube da ist gar nichts mehr drin. Keine Ahnung, ich hab hier nichts zum Danken. Oder ich brauche hier nichts zum Danken. Ach, ich glaube ein paar Literchen waren da glaube ich noch drin, oder ich habe die damals rausgeholt, ich weiß es eh nicht mehr. Ich muss bloß gerade mal hier, wenn man jetzt. Oh, was nimmt denn der dieses Dings immer hier her? Wieder zurück bin, sag ich mal. Sind wir vielleicht noch bei 30 Liter? Mhm. So, dann knapp. Ne. So machen wir es halt so. Ne, du bist ja. Okay. Der lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, aber Hauptsache hier weg. Der fährt weiter. Und da steht er. Der steht noch. Warum steht denn der so, weil da kein Helfer drin ist? Okay. Ach ne, stimmt, den hab ich ja selber gefahren, Leute. Ja, ja, so war das damals. Ob das mir glauben oder nicht. Und das weiß ich, obwohl ich da noch nicht mehr gelebt habe. Willst du mal sehen? Ja, ja. Hab ich alles von den großartigen ja, Menschen, die es zur Buche getragen haben. Ja, zur Buche. Warum tragen die das zu den Baum? Weiß ich doch nicht. War scheinbar heilig damals. Ja. Heilige Buche. Ja, ja. So, Leerpaletten, 500 oder? Ah, wir haben schon wieder 8000 Gläser. Das zieht ordentlich. Das zieht richtig gut, ja. Wir wollen jetzt mit Energie. Was haben die noch? Die haben noch 21.000.
Tipp bei der Milch war so mit der Energie, ne? Blockiert. Irgendwas hatten sie da gesagt, oder? Zucker hatte ich drin. Paletten jetzt schon. Genau, Zucker ging ja nur 10.000 rein. Ich glaube, es war eine Milch, ja. Na klar, noch die Milch dann. Dann müssen wir mal gucken, was wir nehmen. Ob wir dann Sahne machen. Da brauchen wir den Zucker auch. Das ist Milchwerk, ne, das ist. Brauchen eigentlich. Ne, das ist. Wolle? Rolle? Wolle! Wolle! Ja, hier ist die Spinnerei oder Weberei. Achso, ja, das sind ja Schafe, das ist ja ein ganz anderes Thema. Ja. Bleiben Sie mal im Thema. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber so ist es das. So ist es das, so ist es das. Aber wir wollen die Leute nicht weiter auffallen. Samstags Wochenende verdient, würde ich sagen. Ja. Jeder Einzelne. Deswegen sehen wir uns am Sonntag in alter Frische wieder. Dann gibt es dann auch wieder, keine Ahnung, das Trauerbuch hat Schweiner gesagt, dass die Bauernweisheiten der Woche. Ja. Ja, präsentiert bei Klick. Ich glaube, da sollten sie sich mal schützen lassen, das Ganze. Auf jeden Fall. In dem Sinn, das wäre sogar mal was für ihren YouTube-Kanal, dass er mal lame reinkommt. Immer in der Woche ein Video, wo sie einfach nur so einen blöden Witz erzählen. Das habe ich mir vielleicht ganz ehrlich schon mal überlegt, ne? Ja. Aber dann mit, wo was im Hintergrund läuft. Also quasi, du siehst ein Bild, zum Beispiel über Bäume im LS, und dann sagst du einen Spruch auf, der irgendwas mit einem Bauer zum Beispiel zu tun hat. Und im Hintergrund, was weiß ich, wird irgend so eine LS-Figur vom Häcksler gejagt. Das ist so richtig cool. Ich habe mir schon einiges überlegt, aber naja, ich sag, die Umsetzung ist so eine Sache und die Zeit. Na gut, ein Video, was eine Minute geht, wenn überhaupt, immer pro Woche, ich glaube, das sollte machbar sein, wenn sie überhaupt noch die Logging-Daten für ihren Kanal haben. Boah, ich glaube schon, irgendwie kann ich ja liken. Ach so, na ja, gut. Das geht also. Wunderschön. Gut, dann sehen wir uns am Sonntag wieder in alter Frische. Bis dann, Tschüssikowski.